Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Wildwasserführers für Frankreich. Die Chassezac ist der letzte große rechte Zufluss der Ardèche im Talkessel von Vallon-Pont-d'Arc, der oberhalb des antennenbestückten Hügels Sampson in die Ardèche mündet. Wir fahren heute auf der unteren Schlucht von Levant bis Maisonneuve. Eingebootet werden kann beidseitig unter der Brücke der D104A oder etwas flussab bei einem der vielen Bootsverleiher. Die Chassezac ist geprägt von recht langen Flachwasserstücken, die durch Schwelle verbunden sind. Daher ist es günstig, wenn sie mindestens einen mittleren Wasserstand von etwa 20 Kubikmeter pro Sekunde aufweist. Wir hatten hier 30. Der Fluss durchbricht einen Felsriegel, der den Kessel von Levant vom flachen Gebiet unterhalb bis hin zur Ardèche trennt. Auf diesem Abschnitt gibt es zwei schwierige Stellen mit Wildwasser 3. Erste ist am Ausfluss der Chassezac aus dem Kessel, bevor sie mit einer Linkskurve beginnt, sich in eine Schlucht einzugraben. Hier fließt das Wasser über Felsplatten, das zu langen Walzen führt, die rechtwinklig zur Fließrichtung sind. Insbesondere bei höheren Wasserständen können sie recht kräftig sein. Hat man den Beginn der Schlucht gemeistert, kann man es ruhig angehen lassen und bis zur Brücke beim Camping Mazy die herrliche Landschaft und teils kuriosen Felsformationen genießen. Es gibt Paddler, die diesen Abschnitt schöner finden als die große Schlucht der Ardèche, da der Abschnitt kürzer ist und alles in einem etwas kleineren Maßstab zu sehen ist. Dieser Abschnitt ist recht einfaches Wildwasser, wird aber bei Hochwasser gefährlich, da dann das Wasser in ausgespülte Felsaushöhlungen drückt. Unterhalb der Brücke macht der Fluss eine 90-Grad-Kurve nach links mit großen Löchern und Unterspülungen in der Felswand. Danach geht es wieder in ähnlichem Stil wie oberhalb der Brücke weiter.
Wenn der Fels rechts zurücktritt und einen Campingplatz Raum lässt, hat man den Ausgang der Schlucht erreicht und somit die zweite Stelle mit erhöhter Schwierigkeit. Hier befinden sich Sandsteinplatten leicht unter der Wasseroberfläche, durch die sich die Chassisac verschiedene Kanäle gebahnt hat. Daher heißt diese Stelle Labyrinth. Bei niedrigem Wasser ragen die Platten bis zu einem halben Meter heraus und bei höheren Wasserständen sind sie vollständig überspült. Das kann zudem auch unterschiedlich sein, je nachdem wie viel Geschiebe am Grund des Labyrinths fest sind. Grundsätzlich gibt es mehrere fahrbare Routen, die einfachste ist jedoch eine Anfahrt von links mit einer Querung nach rechts. Achtung! Die Platten sind unterspült, sodass man sich in der Mitte der Rinne halten sollte. Ab hier ändert sich der Charakter der Chassisac. Es gibt vermehrt Kiesbankschwelle. Die Ufer sind verwachsen, so dass es bei den Schwellen nicht immer klar ersichtlich ist, wo denn genau die Durchfahrt ist. Die Ausbootstelle befindet sich linksufrig unterhalb der Brücke in Maisonneuve, oberhalb eines Schwalles. Vom Wasser aus ist die genaue Stelle nicht ganz einfach zu sehen, daher tut man gut daran, sich den Ausstieg vorgängig anzuschauen. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!